So, hallo ihr Lieben, in dieser wunderbaren Kulisse wollte ich noch ein Video für euch aufnehmen und zwar erklären, was es mit den Affirmationen auf sich hat. Affirmationen sind Festlegungen und Festlegungen sind Dokumentationen von unserer inneren Kraft. Ja, mein Name ist Patricia Dender. Ich sitze hier in einem wunderschönen Garten von meinen Freunden und es hat hier ein paar Viecher, aber ich freue mich riesig, dass ich euch noch kurz hier diese Klarheit übermitteln kann auf meinem YouTube-Kanal. Wenn es dir was bringt, bitte liken, teilen, kommentieren und natürlich abonnieren. Affirmationen. Affirmationen sind Festlegungen. Ich lege etwas fest, ich lege fest, wie etwas ist, weil ich habe die Kraft. Ich sage immer, wie die Dinge sind. Ich sage immer, was die Dinge sind. Ich sage die Bedeutung der Dinge. Ich bin Wort, das sagt immer Paul Selig, Wort, ich bin Wort, ich weiß, wie ich wirke. Ja, und darauf kommt es an, du musst wissen, wie du wirkst. Und du wirkst so, wie du es festlegst. Und deswegen sind Affirmationen so kraftvoll, wenn sie als das hergenommen werden und als das verstanden werden, was sie wirklich sind. Es ist kein Mantra, es ist keine Leier, es ist kein Gebet, sondern es ist ein powervolles Statement, ein kraftvolles Festlegen von dir, von deiner Macht, eine Dokumentation von deinem God-State, von deiner wahren Energie. Und genau darum geht es. Und es geht nicht um Leier, es geht um Bleiben, es geht um Festlegen, es geht um darauf beharren, es geht darum, trotzdem bei seinem Standpunkt, bei seiner Meinung bleiben, sich nicht von äußeren Umständen abzulenken oder einsaugen zu lassen, sondern zu sagen, ich weiß, dass ich manifestiere. Ich weiß, ich bin ein Meistermanifester, Festorin. Ich manifestiere, ich sage, wie die Dinge sind. Es geschehe nach meinem Willen. Mein Wille geschehe. Es gibt keinen eigenen Willen im Außen. Es gibt einen einzigen eigenen Willen im Innen und ich bestehe darauf. Ich bestehe auf meine Macht, ich bestehe auf meine Kraft und ich sage, wie die Dinge sind. Und deswegen sind wiederholte Affirmationen so, so wertvoll. Wiederholte Affirmationen erinnern dich selber immer wieder daran, wer du bist, an deinen powervollen Zustand. Und wenn du aus diesem powervollen Zustand, aus diesem God State, aus diesem Divine Design heraus deine Gedanken affirmierst, also nicht irgendwie abschweifen lässt, sondern firm festhältst, dort, wo du hin möchtest, mit deiner Vision, mit deinem Zustand, mit deiner wahren Realität, die du haben willst, gekoppelt und immer wieder festlegst und festlegst und festlegst, dann hast du diese Kraft und die Macht der Affirmationen für dich richtig genützt. Weil, wenn du es unbewusst tust, affirmierst du auch den ganzen Tag. Jeder Gedanke ist eine Affirmation, jeder Gedanke ist ein Befehl. Und welche Befehle sendest du aus? Was für Realitäten hältst du fest? Was affirmierst du den ganzen lieben langen Tag? Das ist Bewusstseinsarbeit. Ich bin mir bewusst, in welchem Seinszustand ich mich befinde. Ich bin mir bewusst, in welchem Seinszustand ich mich festmeißle, fest affirmiere und stehe und mich halte. Und genau da ist die Kraft der Wahl so wichtig. Ich wähle meinen Zustand, ich wähle meine Affirmation, ich wähle, welchen Gedanken ich in Steinmeißle. Affirm, 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 Hammer, 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 bis der Nagel sitzt und ich hammer ihn fester, fester, fester ein und meine Realität, meine Affirmationen, jeder Hammerschlag ist eine Affirmation und ich kann nicht sagen, ich treffe den Nagel nicht, ich treffe den Nagel nicht, ich hau neben den Nagel, ich hau lieber neben den Nagel, oh mein Gott, vielleicht hau ich neben den Nagel. Du wirst immer neben den Nagel hauen, du musst den Nagel halten, festhalten und sagen, Nagel rein, Nagel rein, Nagel rein, ja, ja, ja.
Ich bin reich, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin erwünscht, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Und so hämmerst du deine Realität dahin, wo du sie haben willst. So funktioniert Manifestieren, so funktioniert Bewusstseinsarbeit, so funktioniert unser Verstand, so funktionierst du, so funktionieren wir, so funktioniert unsere Welt. Mach sie dir, wie sie dir gefällt. In diesem Sinne, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Vergiss nicht, liken, kommentieren, teilen und natürlich affirmieren. Ich affirmiere, dass dieses Video von dir geliebt und wertgeschätzt wird, dass es dir Klarheit gebracht hat und dass es dich deinen Wünschen, Träumen und Zielen so nahe bringt, dass du nicht mehr zweifelst. Also in diesem Sinne, bis ganz bald.